Herzlich willkommen zurück zu Limbo. Ja, wir sind im letzten Part auf weitere Rätsel gestoßen, haben die Spinne besiegt, die uns verfolgt hat. Ja, und außerdem die Spinne, die... Das war so eine kleine Ekel-Szene, kann man ja schon fast sagen. So, hier sind wir im letzten Part stehen geblieben. Da ich das Spiel zwischenzeitlich ausgemacht habe, sind wir hier noch. Aber es sollte eigentlich auch nicht so weit weg sein. Ja, hier waren wir noch nicht im letzten Part. Und da sind andere Leute. Ich spring mal kurz rüber. Autsch. Ja, da sind wir auch wieder tot. Aber, na gut, müssen wir nochmal hin. Erstmal hier rauf und dann darauf. Dann hier jetzt nicht in der Mitte drauf. Okay, dann das schon mal wieder erledigt. Hier komme ich ganz leicht durch. Aber wenn ich hier... Ach doch, jetzt. Gut, sehr, sehr gut. Ah, nein! Ich dachte, die anderen zwei kratzen da auch ab. Aber nein. Aber nein, dann nochmal probieren. Ah ja. Ich glaube mal... Autsch. Ich glaube mal, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar, der erste stirbt bei den Stacheln, der zweite bei diesem zweiten Stampfer hier und der letzte stirbt beim ersten Stampfer hier. Ah, gut zu wissen, gut zu wissen. So, erstmal hier wieder hier rüber. Hallöchen. So, die verfolgen mich jetzt. Hier rüber, hier rüber. So, der erste, der stirbt dort. So, dann der zweite tritt dort drauf. Oh, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Dann nochmal. Okay, dann eins merken. Wir dürfen nicht zu langsam sein. Wir dürfen nicht zu langsam sein. Okay. So. Hier mal rüber und hopsa. Und jetzt los. Ah, das war ein zu kurzer Sprung. Ein viel zu kurzer Sprung. Naja, wir müssen erstmal hier so ein bisschen, ja, ausprobieren. So. Hier, hier wieder rüber. Und dieses Mal richtig springen, bitte. Bitte richtig springen. Super, super. Das war genau richtig. Und hier mal kurz warten. So, hier schon mal rüber springen. So, warten. Nee, nicht warten, nicht warten. Hier rüber und... So. Okay. Die haben es geschafft. Die bleiben jetzt auch da irgendwie unten. Das ist ja auch sehr, sehr gut. So, ich muss mal hier kurz mal was machen. Und zwar, es gibt hier ein paar kleine Lags hier zwischendurch. Muss ich mal hier ein bisschen die Priorität mal ein bisschen höher stellen. So. Sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus, weil ab diesem Part habe ich jetzt hier mal 1080p eingestellt. Die letzten zwei Parts waren nur in 720p verfügbar und das wollte ich jetzt hier mal ändern. So, wir kommen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Das ist sehr, sehr gut. Doch was für nächste Gefahren lauern auf uns. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Eine Treppe. Hier geht es auch runter. Da oben sind Zahnräder. Da ist eine Lore. Okay. Schau ich mal da nach. Ist dahinter vielleicht auch noch irgendwas? Ich schau mal nach. Ah, nee, du darfst da nicht reinrollen. Schau mal, ob da noch irgendwie was ist. Kann nämlich sehr, sehr gut möglich sein. Nee, hier ist nichts. Okay. Doch was wird jetzt von uns verlangt? Und was müssen wir da rein machen oder so? Oder, hä? Ah! Interessant. Und der andere Dings da oben, das andere Seil ist für die andere Blockade gedacht, wahrscheinlich. Ich probiere es einfach mal aus. Einfach mal hier rüber hopsen. Hier mal ausprobieren. Genau. Nur ich bin dann wahrscheinlich nicht schnell genug, dann da schnell rüber zu kommen oder so. Aber ich probiere mal etwas. Ah, nee. Aber ich weiß jetzt, wofür wir diese, ja, Lore brauchen. Ist ja, glaube ich, eine Lore, genau. Und zwar müssen wir die dort, also hier hinschieben, genau. Und dann nochmal das Seil betätigen.
Machen wir das mal ganz schnell. Und hops. Erstmal das Seil hier nach ganz, ganz unten bringen. Nach ganz, ganz unten bringen. So, und jetzt schnell sein. Schnell sein, schnell sein, schnell sein. Schnell sein, ich sagte schnell sein. Hier hoch. Ja, hoch, hoch, hoch. Zu langsam, viel zu langsam bei euch. Viel zu langsam. Dann nochmal einen Versuch. Oder gibt es da noch einen anderen Trick? Dass ich vielleicht an der Lösung A dran bin, aber noch nicht die, dass das hier noch nicht die komplette Lösung ist. Kann natürlich auch sein. Und ich war sowieso ein bisschen zu langsam. Also mal weiterschauen. Einfach mal weiterschauen. So, jetzt hier, ganz schnell. Ja, das war wieder zu langsam, das schaffe ich nicht. Versuche mal diese Probe da so gut wie es geht zu nehmen, aber ja, dann bleibe ich zu früh stehen. Das will ich natürlich nicht. So. Jetzt. Weiterlaufen. Ja. Hier. Hoch, 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 hoch. Schneller, schneller. Wir haben es geschafft. Doch, was jetzt? Sind wir schnell genug, wenn wir auf das andere Seil? Aber ich kann hier so ein bisschen lang hängen, sag ich mal. Und dann hier gleich drauf. Ganz, ganz schnell. So. Hier jetzt rüber. Ja, super. Das wäre jetzt auch erledigt. Aber wir sind immer noch so ein bisschen im Wald drin, ne? Wie man sieht. Da war irgendein Tier. Sehr, sehr schön. Was ist das da? Ah! Oh mein Gott. Ich konnte eben... Okay, ich kann zwar springen, aber ich kann nicht wieder zurücklaufen. Ich kann nur in eine Richtung laufen und das entweder langsam, normal schnell oder ganz schnell. Das ist hier ganz schnell, das ist langsam hier. Hier mal kurz springen. Okay, interessant. Okay, interessant. Hier kann ich jetzt die Kiste mal schieben. Ah, und im Sonnenlicht ändere ich die Richtung. Okay. Ich glaube mal, diese Dinger da brauchen dieses komische Zeugs. Was ist das für ein komisches Zeugs? Nochmal ausprobieren. Gehe jetzt nach links. Im Sonnenlicht, dann drehe ich meine... Dann ändere ich meine Richtung. Genau. Dann gehe ich hier runter. Aber ich habe so langsam, ja... Weiß ich, wie das jetzt hier funktioniert. Dann bin ich hier, ja. Hier rüberspringen. So. Richtung ändern. Die Kiste mitnehmen. So, hier hoch und springen. Super. Auch ein sehr, sehr interessantes Rätsel. Kann ich die Kiste noch gebrauchen? Ich denke mal nicht. Aber auch sehr, sehr interessant, weil ich halt nicht die Richtung ändern kann. Und da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Jetzt wird's maschinell. So, was kann ich da mit den Hebeln machen? Okay, nix. Bisher nix. Aber das brauche ich bestimmt noch. Ganz sicher. Und was ist hier sonst noch alles? Ein Frosch oder was ist das? Das sieht aus wie ein Frosch. Komm mal her. Nein, willst du nicht? Okay. So, komme ich da rauf? Doch, da sollte ich... Ja, genau, da komme ich rauf. Komme ich da links hoch? Das auch. Wunderbar. Ach so, das andere ist hier im Hintergrund. Okay. Ich dachte, das wäre hier im Vordergrund, aber nein. Was ist hier rechts noch? Erstmal die Gegend hier anschauen, was ich sowieso erstmal hier erledigen muss. Okay. Hier muss irgendwie was... Ja, hier muss wahrscheinlich Wasser rein. Genau, Wasser muss hier rein. Also muss hier doch irgendwo Wasser geliefert werden. Nur wo, um genau zu sein. Nur wo? Moment. Ich kann das hier, glaube ich, abmachen. Der Frosch hat sich da bemerkbar gemacht. Muss ich irgendwas hier mit dem Frosch machen?
Ja, der geht da jetzt rein. Ah, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und hier kann ich halt jetzt auch, wenn ich will, das hier mal stoppen. Oh nein, das ist jetzt nur zur Stromerzeugung. Ach du heilige Scheiße, es regnet. Es regnet bis zum geht nicht mehr. Aber der Regen ist gut, dann dürfte auf jeden Fall hier dann auch Wasser laufen. Das ist ja so eine Art Regenrinne. Genau. Und warum das Wasser nicht jetzt schon da so irgendwie reinläuft, verstehe ich zwar nicht, aber wir machen es mal so. Jetzt geht da auf jeden Fall das Wasser rein. Doch wie kommen wir denn darüber? Ach, nee, nee. Wir kommen da schon rüber, weil da ein Baumstamm ist. Oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ich komme da nicht rüber. Da ist nämlich irgendwas da unten. Ist da noch irgendwas? Nee, du sollst da nicht. Ach, das Wasser geht auch wieder zurück. Okay. Was ist da jetzt so verlangt? Das ist ein Brett oder irgendwie so ein Steg hier an der Seite. Ich weiß nicht, wie man das da aktiviert. Wie ich das hochziehen kann. Nee, runter sollst du nicht. Gibt es sonst noch irgendwie was, was ich übersehen habe? Kann ja gut möglich sein. Also Wasser haben wir ja jetzt hier. Das ist ja kein Problem. Hier irgendwie nochmal da beim Rad irgendwie was? Nee. Also hier ist alles erledigt. Da auch, das war ja das, um den Frosch anzulocken. Oder Hamster oder was es auch immer für ein Tier war. Könnte auch ein Hamster gewesen sein. Ich schaue trotzdem nochmal hier rauf. Aber nee, hier ist sonst nichts weiter. Okay, dann muss das Rätsellösung irgendwo dort hinten sein. Irgendwo dort hinten. Dann lasse ich nochmal Wasser rein. Oder nein, 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 nein. Kein Wasser reinlassen, kein Wasser reinlassen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar, dass wir hier jetzt, wenn das Wasser hier weg ist, irgendwas hier machen. Nee, das ist hier eine Leiter. Das ist eine Leiter. Und wir müssen den Baumstamm erstmal nach vorne schieben. Ah, so wird es gemacht. So nicht anders. Ich komme da jetzt ein. Muss man hier ausspringen, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt kann das Wasser reingelassen werden. Solange man ein bisschen mehr schaukeln. Macht ja auch mal Spaß. So. Dann ist das Wasser jetzt oben runter mit dir. Und hier jetzt rüber. Okay, dann haben wir dieses Hindernis auch schon mal überwunden. So, es regnet immer noch. Es regnet immer noch. Das ist ja an sich nicht schlimm. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Jetzt wird es hier wirklich matschig und bäh und igitt. Achso, da geht, da stoppt man. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Komme ich da hoch irgendwie? Ich muss da irgendwie hochkommen. Ja. Ich kann mich hier dran hängen. Okay. Was ist hier? Hier ist natürlich jetzt auch alles komplett nass. Und man sieht hier, wir sind aus dem Wald raus. Wir sind jetzt in der Maschinerie. Also so eine, ja, Industrieanlage. Aber keine Menschen weit und breit. Nur die am Anfang dort, die uns umbringen wollten. Aber auch keine friedlichen Menschen oder so. So, was macht man mit diesem Hebel? Tut mir leid, wenn es jetzt hier ein bisschen laut ist. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. What? Nein, 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 nein. Das konnte ich nicht wissen. Das konnte ich nicht wissen. Dass dann das Wasser hochgeht. Na gut, man hätte sich das eigentlich denken können. Aber, na gut. Aber, na gut. Ich muss mal hier nochmal kurz an der Priorität mal stellen. Ja, sind jetzt hier meine ersten Aufnahmeversuche mit 1080p hier bei Limbo. Darum tut mir leid, wenn ich hier manchmal aus dem Spiel switchen muss. Jetzt leckt das Spiel herum. Na, klasse.
So, wie sieht's jetzt aus? Wie sieht's jetzt aus? Immer noch. Okay, dann muss ich das wieder zurück. Dann stelle ich das mal ganz schnell wieder zurück. Einmal da. Also sorry, wenn es jetzt ein paar kleine Lags im Aufnahmeprogramm dann jetzt hier gibt. So. Ah, wir bauen ja die Kiste. Wir bauen die Kiste. Wir bauen die Kiste. Und zwar hier jetzt. Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Also ich werde zum nächsten Part auch nochmal schauen. Ich möchte nämlich das hier bei 1080p belassen, weil das Spiel halt so eine... Ja, die Atmosphäre und so, das muss man halt auf 1080p genießen können. Und darum, ja, werde ich mal zum nächsten Part mal schauen, was ich da machen kann. So, jetzt hier nochmal. Hebel, Wasser aus. Ganz schnell hier rauf, auf die Kiste. Hier, auf die Leiter. So, was ist jetzt hier? Hier muss ich irgendwie was zumachen. Weiß es nicht. Es geht immer weiter hoch. Nee, ja, sterben schon wieder. Wir sterben schon wieder. Dann auf ein neues. Auf ein neues. So, die Kiste. Ah, jetzt weiß ich was. Ja. Jetzt fällt es mir ein, was wir hier machen müssen. Jetzt fällt es mir ein. Und zwar die Kiste muss hier hin. Dann muss ich den Hebel dort aktivieren. Ganz schnell auf die Leiter, ganz schnell auf die Leiter. Schneller, schneller, schneller. Und dann das hier zurückziehen. Genau. Damit die Kiste dort Platz hat zum Hochkommen. Dann da draufstellen und warten. Das ist die Lösung. Die ultimative Lösung. So. Und gleich kann ich abspringen. Ich möchte nicht zu früh abspringen. So, jetzt. Kommt das Wasser dann noch weiter höher? Ich hoffe mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Doch, das Wasser kommt dann höher. Hier ist noch eine Kiste. Die tue ich mal hier hin. Stelle ich mich hier auch wieder mit drauf. So. Ist ja soweit so gut. Soweit so gut. Ich glaube mal, höher kann das Wasser dann nicht gehen. Richtig? Hoffe ich. Das Wasser geht doch. Ah, nee. Da geht es dann runter. Und das ist sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. War es eben. Sorry für das, dass es eben so laut war. Aber na gut. Wir haben es jetzt geschafft und. Nee. Wollte eigentlich jetzt hier den Part beenden, aber. Das Wasser steigt da immer weiter an und. Ist das dann Luftballon? Sieht so aus. Sieht danach aus. Kann ich das so reiten? Nein. War ich letzter. Toll. Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut, dann beende ich jetzt diesen Part. Bis zum nächsten Part. Im nächsten Part dann ohne Lags. Tut mir leid dafür. Und bis dahin, viel Spaß euch noch. Schaltet wieder ein und bye bye.